Dieser Edelstein ist offensichtlich Teil eines wesentlich wertvollen Schmuckstücks. Offenbar wurde er aus der goldenen Fassung, die er einst geruht hat, gebrochen. Jemand hat gesagt, dass Dämonenherzen hübsch sind, aber diesen widerwärtigen, breiigen Fleischklumpen, der das Böse förmlich ausschaltet, den ihr nicht erwartet. Das Organ ist schwer, das und posiert noch immer. Selbst wenn ihr es tief in eurem Rucksack verstaut, könnt ihr das unheimlich klingende Pochen hören. Ihr könnt euren Impuls regelmäßig in den Rucksack zu schauen, ob sich das grausige Ding nicht gerade dran macht, sich zu befreien, nur schwer unterdrücken. Jo. Und ich sehe gerade, Airy hat auch noch ein Level up. Also gehen wir doch mal in die Einstellungen, stellen den Schwierigkeitsgrad runter, geben Airy ihren Stufenaufstieg. Rettungswürfe, Priesterzauber, Magierzauber. Wow. Endlich kann sie mal Stufe 8 zaubern. Sehr schön. Ich krieg sie auch mal Implosion. Oh, und. Ah, sie hat zwei Level-Ups deswegen. So. Sie ist nämlich jetzt in beidem aufgestiegen. Oh, Kleriker wird sie bald wieder aufsteigen. In Anführungszeichen. Stufe 6, das sind jetzt Klerikerzauber, wo ich gerade. Nee, das sind Magierzauber. Zauberabwehr. Nochmal betäuben. So, jetzt kommen die hübschen Sachen. Erstmal, wo ist nicht das Abbild? Wo ist mein Zauberauslöser genau? Den hätte ich gern einmal. Scheusal beschwören. Ah, nehmen wir auch mal mit rein. Wir haben ja, ich mache ja eh meistens Schutz vor dem Bösen an. Wenn wir auf was Böses treffen, und dann können wir auch einen Scheusal raushauen. Und den Irrgarten natürlich. Damit kann ich mal, hups, damit kann ich dann einen Gegner vorübergehend aus dem Spiel nehmen. Hätte ich fast vergessen, ihre Klerikerzauber. Ruhig, nee, nochmal Furchtbann reinnehmen hier. Hier gerne göttliche Macht noch eine. Den Zauber nochmal rein. Noch eine Genesung. Nochmal das da. Ein Strahl des Ruhms. Und hier kann sie schon Tor. Gut. Die Einstellung habe ich, ja. Keine große Herausforderung. Dann finden wir mal raus, wo die beiden Tore hinführen. Erstmal Tor Nummer 1. Führt mich wieder in den grünen Obeliskraum. Also, grüner Obelisk. So. Was möchtet ihr? Und Nummer 2. Okay, Sokobus. Ja gut, machen wir gleich mit dem Succubus-Raum dann als nächstes weiter. Also, das war grüner Belisk. Und Succubus. Ja, ich habe Succubus wahrscheinlich gerade falsch geschrieben. Keine große Herausforderung.
Ja, genau. Ja, ich werde schon den Weg alleine nach draußen ziehen. Ah, es ist ein Vergnügen, meine Aluschwestern. Guck, lass uns tanzen. Oh, dann sind sie stinkig. Ja? Na, auch gut. Ich warte. Ich bin bereit. Ja, Minsk. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen und nähren wie er? Jo, da ist Minsk gestorben. Und da muss ich wieder beide eingeben, weil ich hab's vergessen zu speichern. Ja? Gut, Sukubi, die. Auf chaotische Befehle stehen. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Wir müssen bald ruhen. Oh, ich habe keinen Schutz vor dem Bösen mehr. Gut. Aber diese alte. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst ja in Gefahr. Was immer ihr wünscht. Meine Klinge wird. Oh, sie macht sich unsichtbar. Wo ist die letzte jetzt hin verschwunden? Kugeln. Anderes ja Zeug. Ich werde langsam müde. Die schon ey. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Bo ist schon hamstermüde. Ja. Sind alle müde, erschöpft und so weiter. Der Geist ist willig, mein Freund. Oh, meine Beine tun mir weh. Ein wenig so Ruhe wäre angebracht. Leben wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Bitte eine kleine Rast einlegen? Können wir, sobald die beiden einen Stufenaufstieg hatten. Drei Trefferpunkte, das war alles. Attribute, kriegst du noch meine Zähigkeit, ist okay. Stufenaufstieg, drei Trefferpunkte. Du kriegst auch meine Zähigkeit, einverstanden. So, Quick Save. Und rasten. Ich könnte jetzt wirklich ein wenig ruhen. Ich warte. Gut. Auch ein Quick Save. Wir sind wieder oben auf. Jetzt gucken wir mal, wo uns die Dinger hinführen. Okay, das ist. Der rote Baumraum, okay.
Das war falsch. Würde das Quick Save. Okay. Roter Baum. Da habe ich gegen die Imps gekämpft gehabt. Also das ist eigentlich nur der Baumraum. Oder war das der Kambionraum? Jetzt bin ich mir gerade selber nicht mehr sicher. Egal. Farben helfen. Das ist der Dämonenraum. Nehme ich ihn einfach mal so. Dämonen. Keine große Herausforderung. Und ich werde dann irgendwann mal vom Startraum aus den... Oh. Ach ja, das ist der Albraum. Okay. Halt, warte mal. Succubus. Grüner Obelisk. Nee, das hier ist der Teufelsraum gewesen. Was immer ihr wünscht. Okay. Wenn ihr es wollt. Succubusraum, das heißt, das ist der Teufelsraum. Und hinter der letzten Tür verbirgt sich was? Oh, das trifft sich gut. Das trifft sich gut. Das ist der Dämonensteinraum, in dem wollte ich als nächstes eh. Keine große Herausforderung. Dämonenstein. Das ist, glaube ich, einer der letzten Räume, die wir noch offen haben. Wobei das so aussieht, als ob sich da die Dämonen mit was anderem rumschlagen würden. In der Steinsäule befindet sich eine gemeinschaftliche Inschrift. In meinem letzten Atemzug verstecke ich meinen größten Schatz, sodass er nie vom Griff des Bösen umfangen werden kann, das mich umgibt. Was immer ihr wünscht. Der Fels ist massiv, ihr könnt damit nichts anfangen. Oh, was ist jetzt auf mich gewirkt? Zauber gescheitert, Magieresistenz gesenkt. Ja, wenn ihr es wollt. Ihr habt es so gewollt. Das wird sicher Spaß machen. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Fragt natürlich. Interessant. Wenn es das ist, was ihr wollt. Gut, wieder vier Tore. Ich warte. Ja, euer Wunsch. Gehen wir mal das Tor zurück, mal sehen, wo uns das hinführt. Ah. Das ist der Dämonenraum, gut. Dämonenraum. Keine große.